Meine Damen und Herren, herzlich willkommen auf dem Nachrichtenkanal der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg. Ausbau B270. Der Landesbetrieb Mobilität hat mitgeteilt, dass nach der Zustimmung des Ortsgemeinderates Hirschhorn nun der Ausbau der B270 in der Ortslage Hirschhorn an eine Baufirma vergeben wurde. Der Baubeginn wird voraussichtlich am 10.07. erfolgen. Im ersten Bauabschnitt wird zunächst die Einmündung Richtung Weilerbach erneuert und ein Eckgebäude abgerissen. Ab diesem Zeitpunkt ist keine Durchfahrtsmöglichkeit durch Hirschhorn vorhanden. Der LBM hat die Umleitungsstrecken weiträumig ausgeschildert. Rettungsdienste haben ihre Organisation so aufgestellt, dass die Sicherheit für die Bevölkerung gewährleistet ist. Erfolgreicher Start für die Freilichtbühne. Eine erfolgreiche Premiere feierte neben dem Kinderstück auch das Erwachsenenstück mit Schlager Lügen nicht. Die Zeitreise in die 70er Jahre begeisterte das Publikum, das die bekannten Lieder mitsang. Vor ausverkauftem Haus zeigten die Schauspieler nicht nur ihr schauspielerisches Talent, sondern auch ihre Gesangskünste. Zum Entspannen und Feiern können wir Ihnen in den lauen Sommernächten die Stücke der Freilichtbühne nur wärmstens empfehlen. Mehr Generationenplatz geplant. Die Ortsgemeinde Schalonbach möchte im Rahmen der Dorferneuerung ihren Spielplatz in der Verlängerung der Grundschule in einen Mehrgenerationenplatz umwandeln. Hierbei wollen Verbandsgemeinde und Ortsgemeinde eng kooperieren, sodass auch die Außenanlage der Schule neu gestaltet werden und mit dem Spielplatz der Ortsgemeinde verbunden werden kann. Der Ortsgemeinderat hat den Auftrag an ein Planungsbüro vergeben, um ein Konzept aufzustellen. Mit diesem Konzept sollen die Fördermittel aus der Dorferneuerung beantragt werden. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.